Willkommen beim Whisky Nerd. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Heute mit Katze. Der Angelo ist mit dabei. Bisschen neugierig. Aber jetzt komm, gehst du. Da. Da wird ein bisschen spielen. Spielen mag er, aber jetzt geht's einmal los. Komm. So. Und geh rüber. Katzenhaare da. So. Letzten Sonntag konntet ihr ja wählen, welchen Whisky ich heute probieren soll. Da gab es 4 zur Auswahl. Einmal den Cabernet Solist Sherry Cask, dann hier die Schweden, den Glenduret, 33 Jahre. Und dann die beiden Neuseeländer. Das war echt ein spannender Kampf die ganze Woche. Vor allem um Platz 2 und 3 ging es heiß her. Der zweite Platz entschied sich erst gestern am Samstag. Gab auch Überraschungen. Mich überrascht hat der vierte Platz. Der vierte Platz ging nur an den Glenduret, 33 Jahre, abgeschlagener Letzter. Und jetzt geht's dann eng her. Der dritte Platz hat sich erst wirklich gestern entschieden. Ganz knapp, der dritte Platz geht hier an die Schweden. War heiß umkämpft, war lange Zeit an zweiter Stelle. Wurde aber jetzt dann doch abgefangen und ist jetzt nur mehr Dritter. Und jetzt geht es dann um den Sieg. Obwohl der Sieger war ziemlich eindeutig. Hätte ich nicht gedacht, aber doch. Das war schnell entschieden, Platz Nummer 1. Aber jetzt Platz Nummer 2. Wer hat sich am längsten jetzt hier mit den Schweden rumgekämpft? Das waren die Neuseeländer. Platz 2. Das heißt, übernächsten Sonntag werde ich die Neuseeländer gleich beide machen. Ich denke, das funktioniert. Der eine ist Ex-Bourbon und der andere war, glaube ich, habe ich es kurz gelesen, irgendwas mit Rotwein. Aber das gehen wir dann im Video dann ein. Aber ich bin echt drauf gespannt. Hätte fast gedacht, es könnte vielleicht Neuseeland werden, aber nein, Cabernet war zu mächtig. Cabernet war eigentlich ein Start- und Zielsieger, muss man eigentlich sagen. Aber ich muss diese Flasche zum Glück nicht aufmachen. Ich habe hier ein Sample davon. Das habe ich gleich noch von lieben der Herr Bert. Da hat man ein Sample geschickt. Aber jetzt schauen wir uns mal die große Flasche an. Ein wunderschöner Kunstleder-Dube, würde ich das nennen. Hier mit einem Riegelverschluss. Wir sind hier Kostenpunkt, glaube ich, jetzt so um die 130 Euro. So, machen wir mal auf. Nehmen wir das mal kurz weg hier, das Salz. Und dann sieht man hier wunderschön die Flasche. Wir haben hier, nehmen wir mal raus, einen schönen Cabernet Solist. So, hier sieht man noch die Tasting Notes und ein bisschen noch was. Von Cabernet, ein bisschen Geschichte zum Lesen hier. Eine wunderschöne Farbe. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, dieses Teil. Und wir haben hier abgefüllt 2019. Ein wunderschöner, für mich wunderschöne Flasche. Sehr schönes Etikett. Oloroso Sherry Cask, Single Cask, Abfüllung. Sind immer die Solist Single Cask Abfüllungen. Da gibt es ja verschiedene Vino Sherry, BX Sherry. Dann haben wir verschiedene Weine. Na, der kämpft sich da rein. Der macht doch nicht rein. Komm, legen wir mal nieder. Kampf mit der Flasche. Jetzt ist er wieder drin. So. Wie gesagt, Oloroso Sherry Cask. Und wir haben hier. Irgendwo habe ich es gelesen. Nein, nicht. Steht's. No, da steht's. 57,1% Alkohol. Kleines Donnerwetter am Sonntagmorgen. Dann lassen wir doch hier so stehen. Und zum Glück habe ich hier ein Sample. Muss deswegen nicht die große Flasche jetzt öffnen. Der ist auch noch zu, von lieben Herrn Bert. Habe ich noch nicht probiert. Sehr schöne Farbe. Wow. Seht euch diese Farbe an. Ein Traum. Und
der hat ebenfalls 57,1%. Sind immer Single-Cask-Abfüllungen, das heißt, er kann geschmacklich natürlich immer ein bisschen anders sein. Auch farblich können sie immer ein bisschen Unterschiede aufweisen. Sind ja Single-Cask-Abfüllungen und das ist schon wirklich sehr dunkel. Sehr dunkler Braunton Richtung, vielleicht sogar schon Maragone, rotbraun, geht so Richtung einer alten Rum-Cognac-Geschichte. Und der ist sehr ölig im Glas. Und jetzt bin ich schon wirklich sehr gespannt auf diesen taiwanesischen Single Malt Whisky. Ja, das ist wirklich ein Sherry-Brett. Schöner Antritt in der Nase. Ja, der Kleine spielt ein bisschen mit dem Luftballon, dass man nicht. Wow. Wunderschöne Aromen hier. Und für diese 57,1, da brennt nichts in der Nase. Wunderbar eingebunden. Das ist eine kleine Laus. Wir haben hier wirklich dunkle Früchte. Schöne Süße, bisschen Vanille, Karamell. Jetzt Richtung Rosinen. Nüsse, Marzipan in diese Richtung. Wunderbare Nase. Da bin ich gespannt, ob er jetzt dann. Wow. Ich weiß nicht, ob man es so sieht, aber der ist wirklich sehr ölig im Glas. Wunderschöne Leckbildung hat der. Ja, wenn man das so sieht. Aber da bin ich etwas sehr gespannt, was der am Gaumen macht. Was für ein intensiver Antritt. Ein richtiges Sherry-Brett liegt hier auf der Zunge. Wahnsinn. Füllt den ganzen Gaumen aus. Vielleicht hat er einen Hauch von Schwefel mit dabei. Stört mich aber jetzt nicht. Aber der ist wirklich. Trockenfrüchte. Nüsse. Richtung Mandeln. Bisschen bitter Schokolade. Kaffee hin zum Abgang. Bisschen Wasser rein. Ja, 3 Tropfen reichen. Ja, auch sehr schön. So, schauen wir mal auf die Seite. Bisschen Wasser, aber wow. Was für ein intensives Sherry-Brett. Wahnsinn. Wow, noch immer. Langer Abgang. Diese Sherry-Süße mit Kaffee. Bisschen bitter Schokolade. Vielleicht sogar ein bisschen Tabak, was da kommt. Wow. Ja, das ist. Man muss dann schon intensiver Sherry mögen. Der hat wirklich in sich. Schöne Nase wieder. Nüsse. Trockenfrüchte, Rosinen, Pflaumen, Trockenpflaumen in diese Richtung. Wow. Wunderbar, wunderbar. Das ist die Kleine. Wahnsinn. Was für eine schöne Nase. Ja, jetzt mit diesen
drei großen Tropfen. Macht er noch immer nicht so richtig auf. Bekommen aber ein bisschen so kräutrige Noten auch mit rein. Bisschen Kräuter. Aber intensiv, viele Nüsse, also starke Nussaromen hat auf jeden Fall diese Sherry voll drauf. Intensive Sherry, Wahnsinn. Schöne Trockenfrüchte. Ja, ich sag auch hier, es wird dann immer mehr Richtung Marzipan. Aber leicht Kräuter, was jetzt kommen mit dem Wasser. Auf euch, probieren wir nochmal. Ja, das Wasser tut ihm richtig gut. Richtig angenehm. Sirupartig legt sich der am ganzen Gaumen. Der hat wirklich Sherry voll. Eine richtig schöne Sherry-Bombe. Wir haben hier wieder diese schönen Trockenfrüchte. Richtung Rosinen, vielleicht noch Richtung Trockenpflaumen. Dann kommt eben diese Mandeln. Schöne Marzipan. Dann kommt schon diese Bitterschokolade daher, was dann in einer schönen Kaffeenote den Abgang endet. Wow. Und immer so mit dabei ein bisschen dieser Hauch von Tabak, was da mit dabei drin ist. Der ist schon wirklich, so wie die Farbe auch aussieht, der hat Dampf, sehr viel Sherry, intensives Sherrybrett. Also, der hat es in sich, da muss man wirklich ein Fan davon sein. Definitiv. Der ist lecker, aber da machen wir nochmal ein bisschen, ein Hauch Wasser rein. Auch in diesen letzten Schluck noch ein bisschen. Na komm. Ja. Bin jetzt so doof. Es funktioniert nicht. Schaut euch das. So. Ja, das sollte reichen. Nochmal ein Tropfen. Ein Tropfen sollte nochmal reichen. Aber der ist wirklich intensiv. Wahnsinn. Pfeffer, danke Herbert für dieses Sample, damit ich meine Flasche noch zulassen kann. Aber der ist echt Wahnsinn. Der verträgt auch wirklich Wasser. Also da kann man sich ruhig ein bisschen spielen. Und das ist schon in der Nase. Intensiv, Sherry, Power pur. Kann man anders nicht beschreiben. Viele Trockenfrüchte. Nussaromen. Hin bis zu den Mandeln. Marzipan, Vanille, Karamell. Der Kleine sitzt da hinter der Kamera und schaut zu. Aber jetzt der letzte Schluck, der finale Schluck. Mm. Umso mehr Wasser geht es auch immer mehr Richtung braunen Zucker und Karamell. Aber es bleiben diese Trockenfrüchte, Rosinen, oh, echt geiles Zeug, muss man sagen. Und der Cabernet Solisk Sherry Cask, oder lieber gesagt Oloroso Sherry Cask, bekommt von mir eine minus 1. Wunderbarer Vertreter aus Taiwan. Sollte man probiert haben. Gibt auch einen normalen Sherry Cask. Der liegt irgendwo bei 70, 75 Euro. Auf jeden Fall günstiger. Aber wer wirklich Power mag, sollte zum Solist greifen.
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky Nerd. Ciao.